Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Und zwar spielen wir Days Gone. Ich habe es früher schon ein paar Mal gespielt. Ich mag dieses Spiel sehr, sehr gerne. Es ist auch der Hauptgrund, warum ich mir damals eine PlayStation zugelegt habe, meine allererste PS4. Und ja, fangen wir einfach mal gleich an. Wir spielen im Schwierigkeitsgrad normal. Und schon geht's gleich los. Kommt natürlich, denn wird viel mit einer Story zu tun haben. Wir werden sehen, wie wir durchkommen, wie viel Lust ich habe, auch auf die Nebenquests und sowas alles. Je nachdem, wie lange das Projekt auch gehen wird, wie lange ich die Folgen mache. Sieht nicht gut aus, das Messer hat Maniere erwischt oder so. Sie wird septisch. Wie geht's, kleine Schwester? So dämlich. Es war dieses Mädchen, dieses verdammte kleine Kind. Große Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Oh, na los. Scheiße. Noch ein Lauf. Wir müssen weg, bevor sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach. Einen von diesen Helis anwinken. Okay. Sie, wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht. Sie hat eine Stichwunde. Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay, hören Sie, O'Brien. Wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser mehr. Komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. O'Brien. Ich hab nur für zwei Leute Platz, okay? Zwei! Was soll das heißen, nur wir für sind zwei? Zu schwer, okay? Ich kann nur zwei von euch mitnehmen. Zwei! Okay. Na los, helfen Sie, na los! Na komm, Sisse. Okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey, ich bin sofort zurück. Okay, Boozer, los jetzt. Wir müssen Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für zwei in dem Heli. Geh. Geh mit dir. Ich komm schon klar. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Ja, haben wir. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jack. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen. Ich will den zurück. Kommst du? So, das war schon mal der Anfang, dass wir eine kleine Vorgeschichte sehen, wie es überhaupt dazu entstande kam, dass wir jetzt hier in so einer Welt unterwegs sind. Zwei Jahre später, ein sehr großer Zeitvorsprung. Ich finde es immer noch atemberaubend, wie das hier alles aussieht. Vor allem, ich spiele es ja jetzt auf der PS5, ich habe es damals auf der PS4 gespielt. Da war das Spiel auch ein bisschen, ja, so ein bisschen schlaksig, ein bisschen laggy. Die Grafik war nicht so schön. Und. Aber jetzt mit schönen Modi und auch mit einer guten
Space Station, also mit der Base 5, läuft alles echt viel, viel flüssiger und so. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Er ist weg. Er kann nicht weit sein. Warte, Motor aus. Scheiße, sie lebt. Everest, hey. Everest, was ist hier passiert? Ich meine, wer war das? Waren das Ripper? Leon! Er war's. Fick dich, Leon. Los! Okay. Er kann nicht weit sein. Ist jetzt unsere Mission verfolgt hier. Wir müssen jetzt mit dem Motorrad fahren. Halte für einen Boost X gedrückt. Ich werde wahrscheinlich nicht alles vorlesen. Werden wir den einfach sehen, weil ich ja auch dieses Talent habe dafür. Relativ häufig einfach das weiterzudrücken. Anstellen werde. Ich habe das Spiel ja jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr gespielt. Aber bisher läuft es mit dem Fahren. Okay. So, wir können anscheinend nicht schießen, obwohl wir eine Pistole haben. So, und die Frau, die wir eben gesehen haben, war eine, die wir mochten, und Lien hat sie anscheinend so zugerichtet. Ich habe es jetzt gar nicht mal so genau gesehen, so gar nicht mal so genau im Kopf, weil sie es verdroschen hatte. Gefällt dir das? Ja? Oder ob er sie Warte, er hat sein Bike hingelegt. Okay, aber wo? Deck, alles klar. Er ist da lang. Na los. Okay. Verfolgen. Drücke R3, um die Überlebenssicht zu aktivieren. Mit ihrer Hilfe werden Hinweise und andere Informationen über deine Umgebung sichtbar. Gut, was ich noch mal ganz kurz machen will, ich hatte es eigentlich schon eingestellt. So, ja, einmal. Das wollte ich ein bisschen leiser machen und die Untertitel wollte ich noch anmachen. Wo zum Teufel will er hin? Hier draußen gibt's doch nur ein paar Freaks. Tja, vielleicht lag ich falsch. Kreis du drücken, um uns zu ducken? Nein, Leon vertickt schon seit Ewigkeiten Sachen an Copeland. Endlich haben wir ihn. Na dann. Hey. Verfolgen Hinweise. In der Überlebenssicht vibriert der DualShock 4. Jetzt haben wir den PS5-Controller. Wenn deine Kamera in Richtung eines Hinweises zeigt, näherst du dich dem Hinweis, nimmt die Vibration zu. Entfernst du dich davon, nimmt sie ab. Warte, halt. Moment. Scheiße. Können wir R3 antippen. Und da sind wir eine kleine Lupe. Jetzt können wir Viereck gedrückt halten. Und nehmen dann eine Spur auf. Hier runter. Die Spuren sind frisch. Ja. Auf geht's. Wo hast du diese Spurensuchscheiß gelernt, hä? Ich war mit meinem Alten auf Elchjagd, als ich klein war. Das war immer ein ewiges Fährtenlesen. Was ich anfangsweise immer ein bisschen doof finde, ist, dass wir unsere Waffe nicht ausrüsten können. Aber das ist ja vom Spiel extra so gemacht worden. Dass es nicht geht. Diese Büsche hier, die werden später auch noch wichtig. Verdammt! Und da wurden wir angeschossen. Fuck. Komm.
Alles klar, okay. Bruder? Ja, nur ein Streifschuss. Das Arschloch ist zu blöd zum Zielen. Scheiß Kerl. Mir geht's gut, Buser. Ganz kurz noch. Das ist, da ist Blut am Balken. Er muss da lang sein, zum Wasserfall. Ja. Eine Riesenhorde. Der kommt nicht weit. Na los. Ganz kurz noch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, so Spiele, die man schon gespielt hat, klar, das ist immer ein bisschen schwierig, auch seinen Mund und sowas zu halten. Aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, ich finde solche Story-Games immer ein bisschen schwierig, weil ich nehme das gerade direkt nach Dead by Daylight auf. Und bei Dead by Daylight ist es ja immer so, dass man viel reden muss, viel kommentiert und. Bei Days Gone ist es halt dann schon ein bisschen weniger. Das wird ja später dann ein bisschen mehr, wenn wir dann Missionen bekommen und dort dann auch mit unserem Bike hinfahren müssen. Aber jetzt so zum Anfang, wo dann auch viele Sequenzen kommen, also Filmsequenzen und sowas alles, ist das auch ein bisschen schwierig, da dann halt ein vernünftiges Gespräch mit euch zu führen. Und deswegen also nicht böse sein, wenn ich ab und zu mal zwischendurch rede, wenn die anfangen zu reden und so. Ich werde auf jeden Fall versuchen, wenigstens bei den Sequenzen meinen Mund zu halten. Auf jeden Fall, ihr habt ihn gesehen, drücke X, um Hindernisse oder Leitern zu klettern. Da unten hat sich die Horde jetzt auch hingelegt. Durchsuche ihn. Ausbluten. Das ist mal ein Abgang. Schön langsam. Sehr schmerzhaft. Aber das weißt du bestimmt. Sie hat noch geatmet, als wir sie fanden, du Arschloch. Ich wollte für sie keine Kugel verschwenden. Langsam. Warte doch. Warte mal kurz. Wo hast du die Drogen? Leon. Wenn du es sagst. Naja, dann machen wir es schnell. Versprochen. Ja, du wirst wohl nicht zu lange leiden müssen, Leon. Du hast da ein kleines Problem, weißt du? Sie können dein Blut riechen. Sogar von da unten. Wie es sich wohl anfühlt, ha? Lebendig. Gefressen zu werden. Er wird es rausfinden. Leck mich. Mach's gut, Leon. Nein, wartet. Okay. Nein, bitte. Ich hab's hier. Hier, nehmt. Wo? Der Friedhof. Auf dem alten Friedhof. Danke. Nein, du hast... Tu es. Lass mich nicht so zurück, Mann. Tu es. Tu es. Du verdammter Lügner. Tu es. Tag braucht einen Beweis fürs Kopfgeld. Du hast das Richtige getan. Wir überlassen niemanden den Freaks. Nicht mal solche Arschlöcher wie Leon. Ja. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich hätte mir schon da Mitentscheidungsrecht gewünscht, ob wir ihn erschießen oder nicht. Das wollte ich damals schon. Warte mal. Ich will dieses Camp durchsuchen. Vielleicht finde ich was für die Wunde. Okay. Findet Material für einen Verband. Hier haben wir gleich schon was gesehen. Und dann liegt auch hier schon das nächste. Halte R1 gedrückt, um das Überlebensrad zu öffnen. Bewege R, um medizinische Kategorie zu erweitern und den Verband auszuwählen. Hat er eins gedrückt, um einen Verband herzustellen. Jetzt muss ich das noch zusammenfügen und... Yeah. Und im Überlebensrad zu heilen, wähle den Verband und halte R2 gedrückt. So, ja, das sollte reichen. Ich schätze, okay. Ich werde den Arm wohl erstmal nicht verlieren. Jetzt seht ihr ja, wir haben ja hier jetzt so einen provisorischen Verband, sag ich jetzt mal. Wir können auch gleich L3 drücken zum Sprinten. Aber da wird's... halt auch sein. Mal auf die Jagd. Bringt Tucker ein bisschen Beute vorbei. Nicht, wenn es wie aus Eimern schüttet. Oh Mann, wir brauchen die Camp-Punkte für neue Vorräte. Ja, okay. Aber nicht wieder die ganze Nacht. Nee, nur die halbe.
ja, die, wenn die mich unterbrechen, das ist ja wie bei Spider-Man und so, dann Scheiße, weiß ich leider. Ich muss fitter werden. Nicht, was ich vorher gesagt habe, weil ich mich ja dann mehr darauf konzentriere, was die beiden dann halt hier so erzählt haben. Auf jeden Fall, doch, ich weiß wieder, das ist ja jetzt so ein provisorischer Verband, das wird nicht immer sein. Also wir werden mit Deegan bestimmt öfter mal angegriffen werden, angeschossen werden und. Und deswegen müssen wir dann mal schauen, ja, das wird nicht immer dann halt so sein. Also wenn wir jetzt zum Beispiel was an Fuß einen Schussprogramm bekommen oder in die Brust gestochen werden oder in die Schulter, dann werden wir da nicht auch jedes Mal einen Verband machen. Ich schau mal, ob wir was von Leons Bike verwerten können. Nein, verdammt. Was? So eine Scheiße. Das ist wohl die Benzinleitung, oder hast du dich eingepisst? Die Pumpe. Leon, ja, er hat meine Pumpe geschrottet. Können wir was aus seinem Bike holen? Ach, vergiss es. Los, fahren wir nach O'Leary Mountain zurück. Wir suchen morgen früh ein paar Teile und holen dein Bike. Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir können das auch gleich erledigen. Was? Crazy Willis ist nicht weit von hier. Lass uns einfach dahin. Was hast du vor? Wir wollten heute eh auf die Jagd gehen. Und warum dann nicht im Crazy Willis? Ja, okay. Na dann, auf geht's. Da fahren wir jetzt, wo wir Busa auf dem Motorrad mit. Wir haben auch schon 33%. Was hat Leon dir gegeben? Abgeschlossen. Vielleicht irgendeine Karte? Wenn wir mein Bike haben, fahren wir zum Friedhof und sehen uns mal um. Ja, okay. Mit dann machen wir das auf jeden Fall so, stimmt. Morgen holen wir die Drogen, bringen sie zu Tucker und kassieren Leons Kopfgeld. Und dann ab nach Norden. Und du glaubst, die Scheiße ist im Norden anders? Mir egal, ich glaube, es tut uns gut, hier wegzukommen. Könnte er recht haben? Ich immer nur nicht verstehe, egal bei welchem Apokalypsen-Spiel, Drogen gibt es ja wirklich immer. Warte, also, da blockiert immer etwas eine die Möglichkeit, Straße. Drogen Vorsicht, ich habe so eine Falle neulich schon mal gesehen. Ein paar Ripper blockierten die Straße mit einem Truck. Los, hilf mir schieben. Okay. Räume die Straße ist jetzt unsere nächste Aufgabe. Fahrzeuge schieben. Einige Fahrzeuge können bewegt werden, um Wege zu räumen oder zu blockieren. Halte Viereck gedrückt, um sie zu schieben. Ja. Okay. Schieb! Okay, jetzt unser Kreis drücken. R2 für Mann. Okay, um das Ziel zu wechseln, halte er in die Richtung eines Gegners gedrückt und drücke R2. Wähle eine Richtung mit L und tippe R1 an, um dich abzurollen. Jetzt war ich voll im Kreis drin, um dich abzurollen. Das sind auch solche Sachen, das ist ja wirklich bei jedem Spiel anders. Mach schon, wir haben es fast. Okay, Bruce hat darüber gerade nicht viel zu sagen. Der ist immer noch in Kampfposition. Na dann. Weiter geht's. Schön. Ich liebe es, wenn es regnet. Ich finde das alles so toll. Slow down. Nero. Ah, wir sind fast beim alten Nero-Kontrollpunkt. Wir sind fast da. Ja, ja. Mist, wie soll das gehen? Gib mir die Schrotflinte, ich geh vor. Geht's. Dieser Kontrollpunkt war wohl ein ganz guter Schutz für Sie.
Ja, das hat ihnen echt geholfen. Da sterbe ich lieber bei den scheiß Pionieren. Ja. Scheiße, sieh sie dir an. Was für eine Bande von dämlichen Arschlöchern. Was dachten sie denn? Hey, Mr. Fett, können wir bitte hier warten, bis eine Horde kommt und uns alle tötet? Beschissener Tod, in so einem Loch in der Falle zu sitzen. So, wir können hier unten mit Steuerkreuz uns, also mit Steuerkreuz da unten, Taschenlampe an- und ausmachen und oben könnten wir jetzt Gegner markieren, wenn gerade welche da sind, wären. Und hier können wir auch Autos öffnen. Hab ich im Age-Search schon wieder vergessen. Ich hatte das jetzt nur gesehen, weil mir das angezeigt wurde. Suche Fahrzeuge nach Schrott, Herstellungszutaten und anderen nützlichen Objekten. Das wird uns auf jeden Fall später noch viel weiterhelfen. Weil sowas wie Lappen und Sterilisierungsmittel können wir schon Verband herstellen. Nee, schade. Ja, sowas wird halt ganz einfach uns nicht zur Verfügung gestellt. Also das sowas können wir im Camp nicht kaufen. Sowas müssen wir uns selbst zusammensammeln. So, ist das da hinten eine Flasche Sterilisierungsmittel? Ja. Es gibt sogar noch einen Lappen dazu. Wir können auch, während wir laufen, uns sowas herstellen. Und das machen wir auch gleich. Dann machen wir jetzt mal einen Verband. Weil wir auch schon wieder die Hälfte verloren hatten. So. Riechst du das? Scheiße! Da! Los, weiter! Warte mal, wie viele Molotows hast du noch da? Das machen wir auf dem Rückweg, lass es! Lass es am Arsch. Scheiße, Mann, du hoffst, dass jemand da ist. Und so ist es wohl. Dann. Na gut, das ist ja für den Anfang ganz gut. Stopp. Ach scheiße. Halte L2 gedrückt, mit deiner Waffe zu ziehen. So, jetzt mal ganz ernst, wie soll man das eigentlich so schnell lesen? Ich glaube, er ist tot. Denke an meine Flinte. Ja. Okay. Hässlich, diese Viecher. Du willst wieder da hoch? Wovon redest du? Das verdammte Flüchtlingslager. Ist nur so, wenn du daran denkst, dort hinzufahren. Wie bin ich denn? Es ist nicht deine Schuld, dass sie tot ist. Hör auf. Wenn du mit Sarah in den Heli gestiegen wärst, wärst du auch tot. Es hätte nichts geändert. Ey, lass es einfach. Nummer 1 ist tot, 2 ist tot und Nummer 3 ist tot. So, die werden ja von Lärm angelockt, das ist ja wie bei The Walking Dead, die Zombies. Nur, dass die Freaks da doch schon ein bisschen schlimmer sind. So, hier haben wir jetzt nichts weiter. Da kommst du mit deinem Bike nicht durch! Der Versorgungstunnel. Versuch von der anderen Seite den Weg frei zu machen. Alles klar. Leuchte einfach mit dem Scheinwerfer in die Richtung und warn mich, wenn du was siehst. Ja, also da stand eben, dass wir Munition in Dings finden können. In den Polizeiautos. Hier ist eine Blutspur. Die führt direkt da rein, aber da kommen wir ja nicht rein. Scheiße! Okay. Jetzt kommen wir da rein. Gut, und können uns hier auch noch mal ein bisschen Material zusammensuchten. Suchen. So, hier liegen auch so ein kleiner Teddy. Gemalte Bilder. Leichen. Schon traurig. So, da hinten ist noch ein Auto mit Alarmanlage. Wir können aber vorzeitig leider nicht abbrechen. Das ist ja absichtlich so gemacht. Scheiße. Das war nicht geplant, verdammte Scheiße. Dass sie auf uns zukommen. So. Dann
Können wir uns hier den Schrott rausholen? So, da hinten sind... Ja, da hinten sind wir hier. Geht's trotzdem mal hier durch? Weil wir für den Anfang alles uns zusammensuchen müssen. Das habe ich früher schon gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das hier so geht. Ja, das geht. Gut, ich rüste jetzt aber wieder Busa seine Flinte aus. Also gut, Kreis ducken, mit R1 dann weggehen. Wow. Oh, das dauert. Das, ich glaube. Ach nee, das geht eigentlich nicht. Besser. So. Okay. Weiter geht's. Hier steht noch was. Aber es ist nichts, was wir einsammeln können. Okay. So, Munition. Weiß ich gar nicht. Wobei ich glaube, dass ich die Munition... Nein! Oh, ich wollte die eigentlich für später drin behalten. Weil wir ja noch ein Nest. Noch öfter durch den Tunnel fahren werden. Man riecht's! Wie viele Molotovs hast du noch? Das war gerade der letzte. Haben wir noch Zeug, um welche zu machen? Ja, ja. Okay, verbrenne das Freaker-Nest. Okay, Molotov, halt er ins Überlebensrad gedrückt. Mit R kannst du die medizinische Kategorie erweitern und den Molotov auswählen. Weil das ja nicht die medizinische Kategorie ist, sondern die Wurfobjekte-Kategorie. Und das stellen wir jetzt ganz einfach so ähnlich wie ein Verband her. Wenn du einen ausgerüsteten Molotov hast, halt er E2 zum Ziehen gedrückt und tippe zum Werfen R2 an. Das Schöne ist, er zündet den von selber an. Nicht so wie bei Forest, wo man das erst anzünden muss. Okay. Das waren jetzt anscheinend auch nur zwei. Ja, okay. Eine Sekunde. Ja, warte kurz. Ich will mir hier die Sachen noch mitnehmen. Und dann können wir uns auch wieder bei Busa aufs Bike setzen. Und wieder in Richtung Crazy Village fahren. Ich habe darüber nachgedacht, über das nach Norden fahren. Ich meine ja nur, du musst von hier weg, den Kopf reinkriegen, ja? Morgen früh, lass uns die Beute abliefern und losfahren. Ja, yeah, Bruder, das höre ich gern. Da, deine Freakshow. Shit. Alles voll. Shit, wir brauchen mehr Munition. Was hast du vor? Und es wird nicht gut gehen. Du fährst einfach durch. Ziehst möglichst viele auf dich. Und ich gehe einfach hinten rum, den Hügel runter zur Garage. Scheiße. Ich brauche nicht lang. Gib mir ein paar Minuten. Ich hol das Teil, du kommst zurück, wir hauen ab. Nachdem ich ein paar von denen umgelegt habe. Du willst wohl unbedingt draufgehen. Wie gesagt, heute noch nicht. Na los, ihr verdammten Fixer! Busa ist auch schon eine coole Kutte. Ja, aber ich hätte gesagt, 4%, ich erinnere mich. Aber ich hätte gesagt, dies war es auch erstmal für diese Folge. Ich hoffe natürlich, dass ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid, dass euch das Let's Play gefällt. Und je nachdem, wie es bei euch ankommt, werden wir es weiterführen. Oder auch nicht. Je nachdem, wie lange ich Lust auf das Spiel habe, lange auch nicht, was wir alles machen und so. Ich werde auf jeden Fall versuchen, wenn es gut bei euch ankommt, dass wir das auch durchziehen, dieses Projekt, dass wir das komplett fertig spielen. Weil das Spiel, das geht schon echt lange. Das hat 60 Spielstunden, glaube ich, oder 50. Ich bin mir gerade echt unsicher, wie viele Spielstunden es hat. Und
Ja, das, also dieses Spiel ist halt auch sehr nervenaufreibend und. Man hat viel zu erledigen, vor allen Dingen am Anfang, um halt auch erstmal, wie Deacon vorhin schon sagte, Punkte zu bekommen und. Und ja, aber das, wofür wir die Punkte brauchen und sowas alles, das werden wir in den nächsten Folgen dann ja auch herausfinden. Erst einmal wird es auf jeden Fall 3, 4 Folgen definitiv gehen. Ich werde jetzt 3 oder 4 Folgen, ich weiß es noch nicht, im Voraus aufnehmen. Und dann werde ich die Tage ja sehen, wie gut es bei euch ankommt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.